Ahoi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Satisfactory. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir sind wieder auf unserer Plattform und es hat sich nicht viel verändert. Warum? Wir haben ein paar Sachen, die wir machen müssen. Ich gehe mal kurz in unsere Enzyklopädie der Teile und scroll mal kurz nach unten. Und zwar haben wir natürlich Sachen offen, wie zum Beispiel, wir müssen die automatische Verkabelung heranbringen. Dafür brauchen wir die Statoren und wenn ich drüber gehe, bei den Statoren braucht man natürlich wieder Stahlrohre und Kupferspulen, das heißt, da ist wieder unser Thema Kupfer. Dann haben wir das Mehrzweckgerüst, auch hier wieder haben wir die modularen Rahmen und die Stahlträger. Und last but not least haben wir natürlich unsere intelligente Beschichtung, welche wir machen müssen, damit wir die nächste Phase freischalten können. Jetzt kommt das andere Thema. Und zwar, wenn wir mal gucken, wir haben hier noch das ganze Quarz-Thema. Wir haben unseren Buggy nicht, wir haben noch diese ganzen anderen Themen noch gar nicht mal richtig angegangen. Heißt also für mich, ich würde als nächstes an die Quarz-Produktion rangehen. Hier, guck mal, hier ist näher. Ah, okay, das ist näher, das ist gut. An die Quarz-Produktion rangehen. Und vor allem endlich mal auch unser Kupfer besser organisieren. Und dann haben wir natürlich unsere Levels, unsere Plattform, die wir natürlich hier auch ausbauen wollen. Last but not least, ich gehe mal kurz rein, haben wir natürlich noch unseren Bauplan-Designer, den wir auch hier rein theoretisch bauen können. Auch praktisch können wir den bauen, damit wir dann auch mit Templates arbeiten können. Das heißt, wir würden uns einfach die Templates zusammenbauen, damit wir im Endeffekt mit Templates arbeiten können. Ich muss aber zu meiner Schande gestehen, seit dieses Feature rausgekommen ist, habe ich es nicht wirklich benutzt. Irgendwie bin ich auch nicht wirklich damit warm geworden. Vielleicht liegt es einfach 70 cm vom Bildschirm, dass es nicht richtig funktioniert. Wir müssen einfach mal gucken. Aber ich denke, das wäre auf jeden Fall so eine Sache, die wir in einer gesonderten Folge aufnehmen. Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr Bock drauf habt, das mal zu sehen. Ansonsten würde ich jetzt meinen Buggy schnappen. Und wir werden mal Richtung Quarz fahren. Guck mal, wie viele Paketchen hier liegen hier. Die laden ja eigentlich ein, ne? Na komm, die laden ein. Die fallen jetzt direkt schon vor die Füße. Und dann sind es auch noch große mit 20. Das war jetzt ein 10er, war ja klar. Aber ich will mich nicht ablenken lassen. Komm, ich merke schon wieder, ich bin hier am Sammeln. Das wollen wir nicht. Hier, V, Quarz. So, was ich vielleicht mitnehme. Wo ist er? Hallo? Da. In die Richtung ist. Mal gucken. 800 Meter in die Richtung. Was haben wir denn da? 800 Meter in die Richtung. Das ist praktisch hier hinten. Oh, hier ganz schön viel. Ah, das ist ja mal cool. Das ist ja mal wirklich cool. Und da hinten, da waren wir schon. Da haben wir sogar Strom. Ich würde hier hinten hingehen, weil da haben wir Strom. Hier liegt alles schon an Strom etc. pp. Hat sich schon erledigt. Dann drehen wir rum und fahren in die andere Richtung. Dann mal einschlagen. Und dann gib ihm, komm. Denn ich will unbedingt den Buggy haben, der ist bestimmt jetzt, wo die Sachen besser laufen, bestimmt klasse. Und wie gesagt, wir werden auch dann die ersten Transportwege machen mit unserem kleinen Truck hier. Ja, nee, hast du kaputt gemacht. War ja klar, dass du wieder kaputt gemacht hast hier. Meine Nase hier. Also das erfährt sich schon anders. Ich weiß nicht, wer es von euch schon probiert hat, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Aber es ist auf jeden Fall ein ganz anderes Fahrgefühl. Ich habe ja die Folge gehabt, ui, ja, und es so fühlt sich an. Also es macht nach wie vor Spaß und man muss aber wirklich sagen, man muss ein kleines bisschen langsam machen. Ansonsten bekommt man da relativ schnell mal alle vier Räder vom Boden und dann guckt man relativ komisch aus der Wäsche. Ein Wheelie, ein Two-Side-Wheelie oder so. Und dann hat man relativ schnell, ja, ihr seht ja, man dreht sich dann und dann läuft es nicht mehr ganz so und dann ist man nicht happy, weil man dann langsamer wird. Und ich bin mal gespannt, wie es, wie gesagt, mit dem Buggy wird. Der ist dafür geeignet. Was bist du hier? Es ist mir relativ egal, was du bist. Warte, nee, nicht ganz. Wenn du... du bist Rohquarz. Nehme ich mit. Ich bin schon weg. So, Pech gehabt. Warst du langsam? Ich war schneller. Gut.
Gut. Die habe ich übrigens, by the way, habe ich die auch optimiert. Das heißt, ich habe hier auch, ich fahre mal kurz rüber, dass ihr das seht. Ich habe es in der letzten Folge nur kurz erwähnt. Jetzt seht ihr das Ganze. Ihr seht ja schon den Fabrikator, den ich gesetzt habe. Das heißt, was habe ich denn hier? Kann ich kurz mal gucken hier. Ich könnte mir ein bisschen abholen. So, zack. Ui. Na ja, klar. So. Gut. Also hier habe ich das schöne, tolle, das kommt die Kompakt-Thematik. Und das läuft hier hoch. Das heißt also, das haben wir voll, da drüben haben wir voll. Dementsprechend, das läuft. Und rein theoretisch könnte man zwei weitere Kraftwerke bauen. Sollte funktionieren, weil jetzt haben wir auch genug hier mit Kohle etc. pp. Das heißt, ich könnte eins davon übertakten. Und dann sollte es passen, dass ich noch zwei Kraftwerke hinsetze. Das ist aber erstmal so by the way und nebenbei. Denn wir wollen nach wie vor die Quarz-Thematik haben. Ach komm, wenn er hier schon hinfällt. Also, entschuldige, also wenn er hier schon hinfällt, dann nehmen wir das natürlich gleich, ja. Na komm. Das müsste genau da hinten dran sein. Und ihr seht, links im Bild haben wir praktisch so einen Container. Denn ich habe von ganz da hinten... Wo ist es hingefallen? Okay, ist mir egal. Ich habe von ganz da hinten den Schwefel geholt. Genau, und von da aus kann ich dann rein... Ich muss gerade gucken, da läuft irgendwas. Von da aus kann ich dann auch im Endeffekt den Strom weiterziehen. Ich habe auch, es war ein langer Weg, den ich da gebaut habe, muss ich eben zu meiner Schande gestehen. Das wäre geschickter gegangen. Aber das ist mir erst aufgefallen, nachdem ich fertig war. Und dann wollte ich natürlich nicht mehr abbauen. Okay, Hammer. Hier haben wir die Quarzader. Gleich sollte es hier auftauchen. Und da sind sie schon. Ah ne, das ist ein Geysir, schön. Das heißt, wir haben hier auch gleich eine Stromquelle, wenn wir es erforscht haben. Und das sieht mir aus hier wie Quarz. Eine Quarzquelle, sehr schön. Zweite Quarzquelle, jetzt gehen wir kurz... Ui. Du bist aber quick hier reingespawnt, Kollege. Hast du dich versteckt, ha? Ich habe mich nur versteckt. So, dann hatte ich hier an sich hier neue Kartenmarkierung. Machst du hier? Dreimal Quarz. Dreimal Quarz. Dreimal Quarz. Das Icon wählen wir natürlich aus. Und zwar bist du ein Schattempel. Den hier. Bild auswählen. Und du kriegst natürlich auch eine Farbe. Hier die typische. Machen wir hell. Hier. Die hier. Die speichern wir. Ist Quarz. Was? Nein! Jetzt hat das nicht. Ah ja, genau. Quarz. Speichern. Haben wir gemacht, okay. Hat das jetzt genommen oder habe ich es jetzt kaputt gemacht? Aha, keine Ahnung. Wir fahren mal ein bisschen vor. Dann gucken wir mal. Die andere Quelle müsste entweder hier oben sein oder da unten. Machen wir auch kurz mal Licht aus. Den muss ich jetzt wieder bearbeiten. War ja klar. So, also wir wählen nochmal Stempel aus. Bild auswählen. Die Farbe. Habe ich den Quarz, hat er nicht gespeichert. Weil ich mich warum auch immer vertan habe. So, dann speichern wir das nochmal ab unter... Quarz. Speichern. Farbe auswählen. Sehr schön. Übernehmen. Gut. Jetzt habe ich den Kollegen hier. Und den muss ich jetzt blöderweise wegmachen. Und wenn ich schnell bin... Ich kann auch springen. Komm. Komm, Dude. Auf, ich kann springen. Ich habe schon zwei verloren. Er hat mich, wie oft hat er mich getroffen? Ui. Na komm. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Ich mache es nicht gerne. Ich habe vergessen. Ich habe vergessen. Lass mich kurz mal schauen. Ich brauche die Werkbank.
Und ich habe hier nicht die Möglichkeit. Das heißt, ich muss hier bauen. Ich muss den hier nehmen. Ich brauche den hier. Den bauen wir mal hin. So, dann brauche ich... Ich habe natürlich jetzt den falschen gebaut. Das habt ihr mir wahrscheinlich schon in die Kommentare geschrieben. Oder auch nicht. Mach nicht wieder den gleichen Fehler. Das ist der Kollege. So, wie viel habe ich gerade davon? Lass mich kurz gucken. Habe ich da einen? Einer würde... Pass auf, ich muss kurz mal schauen. Was brauche ich hier? Den könnte ich bauen. Da würde ich sagen, ich mache zwei davon. Und dann baue ich hier nach summa summarum drei von den Kollegen. Da ist er. Eins. Dann die Nummer zwei. Und last but not least die Nummer drei. Dann habe ich vier Stück in Summe. Dann machen wir den hier wieder weg. So, dann haben wir den hier. Und dann... Achso, halt, stopp. Eine Insel. Wir nehmen... sollte ich vielleicht ein kleines bisschen suchen? Was meint ihr, ob das reicht oder ob es zu hoch ist? Wie finden wir es raus, indem wir den einfach da hinstellen und passt. So, dann würde ich sagen, den packen wir dahin. 5E, den hier und dann packen wir den genauso dahin. So, den muss ich jetzt mal wegfahren. Lass mich kurz mal schauen. Von wo kann ich denn am besten den Strom herziehen? Von hier hinten an dem Fluss entlang, oder? Was denkt ihr? Ja, macht am meisten Sinn, oder? Lass mal vom Fluss her das Ganze herziehen. Hier ist unser Kraftwerk. Hier kommt... Von hier würde ich es herziehen, ja genau. Von hier einfach hier hinten rum. Wahrscheinlich macht es nichts aus, aber wahrscheinlich überhaupt keinen Unterschied. Aber ich fühle mich wahrscheinlich damit besser. Es ist ja alles eine Gefühlssache. Oder so. So, dann haben wir den hier. Ah, er snappt. Sehr schön. So, dann fahren wir den hier mal weg. Den fahren wir hier rüber. Und hier haben wir den Geysir. Da freue ich mich auch drauf, wenn ich hier mal ein Kraftwerk draufsetzen kann. Dann würde ich sagen, wir machen ein Lager. Aber erstmal hier mit ein bisschen Fundament hier bauen. Hätte ich auch gleich so machen können, ne? Gut. Dann würde ich gerne den hier bauen. Und den würde ich einfach mal pauschal hier hinsetzen. Warum? Zeige euch natürlich auch. Die Antwort bleibt natürlich nicht schuldig. So, und zwar würde ich den da reinfahren. Den anderen lasse ich hier oben reinfahren. Wie viel bringen die eigentlich? Ich muss mal schauen, wie viel würden die denn bringen? 120, dann kann ich mit dem normalen MK2 fahren. Der bringt auch 120, jawohl, dann würde ich sagen, machen wir den hier. Ja, aber dann muss ich ja einen Lift bauen, ne? Sieht ein bisschen blöd aus. Ja, vielleicht machen wir das ein kleines bisschen anders. Ja, pass auf, machen wir vielleicht doch anders. Komm her. Den Förderbandfusionator, den lege ich in die Richtung. Ja. So, dann nehmen wir den. Hier nehme ich dann die MK3. Das ist blöd. Das ist doch MK3. Was macht ein MK3? Lass mich kurz mal schauen. Das sind 360, ne? Der macht 120. Der macht 270. Passt. Doch, dann können wir den bauen. MK3. Der baut hier rein. Dann nehme ich den MK2 wieder. Ist das so sinnig, was ich da gerade gemacht habe? Ist, glaube ich, egal, wie ich das baue, ne? So, den packe ich hier hinten hin. Irgendwie ist das nicht ganz so, wie ich mir das vorstelle. Mhm.
So, der darf da rein. Ja, super. Jetzt habe ich natürlich wieder keine Platten mehr. Aber das haben wir gemacht. Jetzt würde ich den hier, wie gesagt, lass mich überlegen. Ich muss dann hier irgendwie raus und da vorne. Vielleicht baue ich hier die Produktion hin. Einmal für das Kristall, einmal für das Quarzpulver oder so. Dann machen wir den hier hin. Passt, jawohl. Dann gehen wir hier getreu unserem Motto. Immer zwei. So, jetzt muss ich bloß gucken. Jetzt könnte ich an sich sagen, ich mache. Ach komm, können wir doch machen, oder? Den hier. Aber wir nehmen dann mit oder ohne? Mit oder ohne? Ach so. Kriege ich den, wenn ich den jetzt hier setze, kriege ich den jetzt irgendwie. Jetzt ist natürlich. Mit Recht könnt ihr natürlich sagen, setzt doch da einfach den. Ist es jetzt dein Ernst? Ich will doch gar nichts von dir. Ich war doch weit genug weg. Aber sie sind schon hartnäckig, ne? Guck mal, sie sind schon hartnäckig. Das tut mir leid. Gibt es da einen Unterschied? Nö, dann ist egal, dann setzen wir den hier. Dann würde ich den hier, das ist natürlich blöd, weil da keine, sag mal her, 5E, die hier, wir richten es wieder aus am Crit. Dann darf der wieder hier, den hier. Was meint er? Ist das richtig? So würde man sagen, ne? So, haben wir gemacht. Das ist angeschlossen. Na komm, auf. Mir ja leid, ich will es ja gar nicht, ne? Aber, naja, so what? So, dann fahren wir mal kurz. Wir fahren mal ein paar Meter weiter hier. Na, guck mal, hier liegt eine Kiste, die nehmen wir mit. Ist zwar... okay, also, wenn er wirklich umfallen würde, hätte es mich dann schon zerbeutelt. Ja, aber, ist okay. Jetzt müssen wir schauen, wie ich das am besten mache. Sagt, ich muss dann irgendwie hier hin. Das sind schon diese anderen. Vielleicht fahre ich einfach direkt geradeaus. Sagen wir ja. Zwei. Ungültiges Ziel. Na komm. Liegt das am Auto oder liegt das hier am... Den bauen wir einfach halt. Den muss ich wegfahren hier. So, dann probieren wir es nochmal mit 5E, die Vierer. Jetzt sind wir am World Crit angeschlossen. Dann nehmen wir den hier. So, das sieht natürlich jetzt ein kleines bisschen Banane aus. Hm? Vielleicht funktioniert es andersrum, zum Beispiel vielleicht so. Mhm. Schick ist anders, aber ich denke, es ist, ist genehm. Ach, guck mal, hier liegt noch viel mehr. So, dann haben wir die Stromzuleitung noch. Dann fahren wir ein kleines bisschen weiter. Ich nehme es kurz mit. Ich weiß, es ist, ich bin so der typische Loot-König. Ihre Taschen sind voll. Inventar voll.
Können wir das so lassen oder seid ihr damit nicht einverstanden? Gefällt mir nicht, ne? Euch auch nicht, lasst mich raten. Ich setze es weiter da vorne hin, komm. Ja, ich wollte nur das Geschenk holen. So, 5E, nehmen wir den hier nochmal. Dann schließen wir den am World Grid an. Und dann würde ich sagen, machen wir den mit der Hoffnung, dass es passt. Und hoffentlich, dass es reicht. Der ist übrigens falsch rum, sehe ich gerade. Geht schon gut los, ne? So, den hier. Was faucht denn da schon wieder? Wieso faucht da schon wieder jemand, oder meine ich das nur? So soll das passen. Haben wir gemacht. Laufe ich mal in die Richtung, ein kleines bisschen. Ist das Kupfer oder ist das... Ja, das ist Kupfer. Es ist nicht radioaktiv. So, gucken wir mal, wie wir das am besten hier drehen. Mit der Hoffnung, dass es sauber aussieht. Uah. Ich hätte wahrscheinlich noch einen Ticken weiter gekonnt. Wahrscheinlich, aber es ist okay für mich. So, war da hinten nicht irgendwie so ein... Habe ich das mitgenommen oder habe ich... Komm, ist egal. Wir sind nicht hier, um irgendwelche Sachen zu looten. Wir sind hier... Guck mal, hier gibt es immer noch eine. Hey, jetzt haben wir hier. Und den hier, wie weit komme ich? Ich komme ganz schön weiter. Ich komme wirklich ultra weit damit. Jetzt ist vorbei. Da ist vorbei. Das heißt, hier müsste ich es hinsetzen. Hier. Hier. Da ist vorbei. Also hier müsste ich es hinsetzen. Das heißt 5. Q. Den hier. So, dann nehmen wir den hier. Halt, beziehungsweise... Na komm, auf. Meine Nase, wie weit du läufst, ja? Wenn ich für Kilometer Geld kriegen würde, wäre ich schon Millionär. So, passt. Welche Richtung? Das sieht gut aus. Genau so setzen wir den hin. Hier, so. Jupp, passt. So, und dann würde ich behaupten, wir setzen... Gucken wir mal, ob das geht. Von da nach... nach da. So, Strom haben wir. Das heißt, wenn ich jetzt hier hingucke... Siehe da, läuft. So, wo ist mein Auto? Ey Mann, wo ist mein Auto? Das ist hier. Da haben wir unser... Zack, zack. Eine Bähne haben wir hier. Ich habe noch nicht rausgefunden, wie ich da rauskomme. Ich kann aber einfach da draufklicken, funktioniert auch. Sieht es doof aus? Ja, das sieht doof aus. Wollen wir das ändern? Ja, wir wollen das ändern. Oder ich möchte es gerne ändern. Das sieht nämlich echt beschissen aus. Halt. Nein, 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 nein. In die andere Richtung. Hier. So, dann sieht es wenigstens auf der einen Seite besser aus. Das ist okay.
Damit kann ich leben. Gut. So, einmal B. B habe ich gesagt. So, jetzt haben wir die Quarzproduktion. Also wir produzieren jetzt gerade schon mal Quarz. Das ist gut. Und jetzt müssen wir logischerweise nur noch einmal... fahren wir hier runter. Ich will das nochmal... Ich sehe nämlich schon wieder was mir überhaupt nicht gefällt. Der alte Monk hat zugeschlagen. Wobei, das ist gut auf der Seite. Da gefällt es mir nicht. Da würde ich jetzt einfach nochmal hier... den hier hinsetzen, aber nicht als Vertikal, sondern als Standard. Dann ist es eine saubere Sache. Wo ist mein Truck? Truck. Da ist mein Truck. Da oben komme ich nicht hin. So, dann nehmen wir das mit. Wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, meine Freunde, ist schon wieder eine Folge so weit, dass ich sagen würde, ich würde sie beenden und in die nächste springen. Was ich jetzt machen würde offline oder offscreen, wie man so schön sagt, war da nicht noch irgendwo? Da ist er doch. Wäre jetzt, dass ich sage, ich setze jetzt hier noch zwei Kohlekraftwerke hin. Das heißt, also ich erweitere einfach den Durchfluss. Das heißt, ich übertakte eine Pumpe, setze hier noch ein zweites Kohle, also setze hier noch zwei Kohlekraftwerke hin. Hol Material und fahre auf die andere Seite zurück und baue dann im Endeffekt, kurz mal gucken, das wollte ich euch zeigen, hier mit Quarz. Und zwar würde ich einmal die Quarzkristalle abbauen und einmal den Quarzsand, damit wir da praktisch im Endeffekt schon mal die Ressourcen dazu haben. Und dann würde ich sogar schon überlegen, ob ich die Kupferproduktion hochfahre auf der anderen Seite, die ein bisschen aufbaue. Und wenn das alles erledigt ist, würde ich euch wieder dazu holen, so dass wir im Endeffekt bei einem gemeinsamen Stand loslegen, wo wir alle sagen, wir sind zufrieden, das läuft gut und wir sind alle glücklich. Was haltet ihr davon? Ich hoffe, das ist in Ordnung. Und dementsprechend, wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst mir ein Like, lasst mir ein Abo da. Wahnsinnig gerne auch einen Kommentar. Und in diesem Sinne, bis demnächst. Tschüss.